ist bekannt, dass Katzen nicht jedermanns Sache sind. Sie sind launisch, schwer zufriedenzustellen und leben gerne nach ihrem eigenen Zeitplan. Aber gleichzeitig werden sie nie ein so liebevolles Haustier finden wie eine Katze. Sie sind einfach zu erziehen, pflegeleicht und gehören zu den anhänglichsten Haustieren überhaupt. Aber so liebenswert diese kleinen pelzigen Geschöpfe auch sind, Katzenbesitzer stellen oft fest, dass ihre Kätzchen einige ziemlich fragwürdige Dinge tun. Das bringt uns alle zum Nachdenken. Was geht im Gehirn einer Katze vor? Vom Schnurren über das Reiben des Gesichts bis hin zum Dauerschlafen. In diesem Video zeigen wir dir 15 der seltsamsten Verhaltensweisen von Katzen, damit du verstehst, was sie wirklich bedeuten. Sich selber lecken. Wenn du eine Katze hast, weißt du, dass sie sich gerne lecken. Wann immer Katzen Zeit haben, lecken sie sich von oben bis unten ab. Und das mehrmals am Tag. Und auch wenn es seltsam aussehen mag, so sind Katzen in Wahrheit hygienischer als die meisten anderen Tiere. Indem sie sich lecken, entfernen sie jeglichen Schmutz aus ihrem Fell. Und je sauberer eine Katze ist, desto besser kann sie Raubtieren aus dem Weg gehen, die von ihrem Geruch angezogen werden könnten. Wenn deine Katze also aufhört, sich zu putzen, musst du dir Sorgen machen. Katzengeschnatter. Oft erwischen Besitzer ihre Kätzchen beim Schnattern und Zwitschern. Vor allem, wenn sie draußen sind. Das passiert normalerweise, wenn die Katze einen Vogel sieht. Während die meisten Menschen denken, dass die Katze den Vogel jagen will, ist der wahre Grund für das Geschnatter, dass die Katze versucht, die Vögel zu imitieren. Und warum? Nun, weil es Katzen aus irgendeinem Grund erregt, Vögel zu sehen und sie alles tun wollen, um mit ihnen in ihrer eigenen Sprache zu sprechen. Ziemlich süß, nicht wahr? Gesicht reiben. Eines der lästigsten Dinge, wenn man eine Katze als Haustier hat, ist, dass sie immer wieder auf einen zukommt und ihr Gesicht am ganzen Körper reibt. Aber die Wahrheit ist, dass Katzen ihr Gesicht nicht an irgendjemanden reiben. Das Reiben mit dem Gesicht ist ein Akt der Zuneigung, bei dem die Katze versucht, ihren Geruch mit dem deinen zu vermischen. Sieh es einfach als eine Art, dir zu zeigen, dass sie dich sehr mag. Vor allem, wenn ihr euch zum ersten Mal trifft. Kopfstöße. Stell dir das als eine etwas aggressivere Form des Gesichtsreibens vor, die Katzen nur den Menschen vorbehalten, denen sie besonders nahe sind. Manchmal sind Katzen etwas zu enthusiastisch, wenn sie Zeit mit ihren Besitzern verbringen. Und in diesem Fall könnten sie ihr Gesicht einfach in deine stoßen, nur um zu zeigen, wie sehr sie es mögen, in deiner Nähe zu sein. Kopfstöße sind auch ein Zeichen dafür, dass du deiner Katze im Gegenzug ein paar Streicheleinheiten geben solltest. Entspannung in kleinen Räumen. Manchmal findet man seine Katze in den kleinsten, ruhigsten Ecken der Wohnung. Zum Beispiel in einer Kiste, einem kleinen Schrank oder sogar unter dem Waschbecken. Das liegt daran, dass Katzen enge Räume mögen, weil sie sich dort wohl und geschützt fühlen. So liebevoll Katzen auch sind, sie ziehen sich gerne in ihren eigenen kleinen Raum zurück, in dem sie sich von allen Menschen abkapseln können. Tote Dinger mitbringen. Dies ist vielleicht eines der seltsamsten Dinge, die Katzen tun und die ihre menschlichen Besitzer hinnehmen müssen. Wenn Katzen etwas jagen, stellen sie sicher, dass sie ihre tote Beute zuerst zu dir bringen. Damit bedankt sich die Katze nicht nur, sondern sorgt auch dafür, dass du genug zu fressen hast. Nur für den Fall der Fälle. Indem sie dir tote Nagetiere und Vögel bringt, denkt deine Katze, dass sie dir beibringt, wie man jagt, damit du nicht verhungerst. Ich meine, der Gedanke zählt doch, oder? Den ganzen Tag schlafen. Manche Menschen halten gerne Katzen als Haustiere, weil diese kleinen Tiere etwa 15 Stunden am Tag schlafen. So haben sie genug Zeit, um ihre Arbeit zu erledigen, bevor sie sich ganz auf ihren tierischen Freund konzentrieren. Die meisten Menschen wissen das nicht, aber Katzen sind nachtaktive Tiere. Das bedeutet, dass sie in der Nacht am aktivsten sind. Und dafür müssen sie den ganzen Tag über schlafen. Manche Katzen passen ihren Schlafrhythmus an den Lebensstil ihres Besitzers an, aber die meisten Katzen lieben ihre 15-stündige Schlafenszeit. Natürlich mit vielen Nickerchen dazwischen. Schnurren. Das Schnurren ist bei Katzen aller Art ziemlich verbreitet. Aber es wird dich überraschen, warum Katzen dieses seltsame Geräusch machen. Die meisten Katzen lernen das Schnurren im Alter von nur 2 Tagen und sie tun es bis zu ihrem Tod.
Niemand weiß wirklich, warum Katzen schnurren, außer dass ihr Gehirn, wenn sie glücklich sind oder sich getröstet fühlen, ihren Kehlkopf dazu veranlasst, mit einer Frequenz von 25 bis 150 Mal pro Sekunde zu vibrieren. So entsteht der Schnurrton. Manche Menschen glauben, dass die Vibrationen des Schnurrens auch bei der Heilung von Infektionen, Schwellungen und sogar Knochenschäden helfen. Gelegentlich schnurren Katzen auch, wenn sie verängstigt sind und sich unwohl fühlen. Wissenschaftler glauben, dass dies ein Weg für sie ist, sich selbst zu beruhigen und zu heilen. Macht doch Sinn, oder? Mund weit offen. Hast du deine Katze schon einmal dabei erwischt, wie sie mit offenem Maul auf etwas starrt? Keine Sorge, da bist du bestimmt nicht der Einzige. Du denkst vielleicht, dass dies geschieht, weil deine Katze Angst hat oder unter Schock steht. Aber in Wirklichkeit will sie nur besser riechen. Das ist richtig. Wenn Katzen dies tun, nennt man es eine Flemenreaktion, bei der sie ihre Lippen kräuseln und ihr Maul öffnen, um besser zu riechen. Deshalb sieht es so aus, als hätte deine Katze eine böse Überraschung erlebt. Urin sprühen. Aus irgendeinem seltsamen Grund stellen sich Katzen gerne aufrecht hin, lehnen sich mit dem Rücken gegen eine Oberfläche und versprühen dann ihren Urin über die ganze Fläche. Manchmal zuckt die Katze dabei sogar ein wenig. Das liegt daran, dass Katzen normalerweise auf diese Weise urinieren, wenn sie sich bedroht oder gestresst fühlen. Durch das Sprühen des Urins markieren Katzen ihr Revier und fühlen sich in ungewohnten Umgebungen oder Situationen sicherer. Es hilft der Katze, das Gebiet mit ihrem eigenen Geruch zu umgeben, was für sie sehr beruhigend ist. Anstatt also wütend auf dein Haustier zu sein, weil es seinen Urin versprüht, solltest du es sauber machen und versuchen, dass es sich so sicher wie möglich für sie anfühlt. Hassen von Bädern. Es ist keine Überraschung, dass alle Katzen es hassen zu baden. Das Wasser hat einfach etwas an sich, das Katzen überhaupt nicht mögen. Aber gleichzeitig bleiben Katzen doch gerne immer sauber, oder? Wo liegt also das Problem? Der Grund ist genau das. Katzen haben ein Fell, das sehr lange braucht, um zu trocknen. Und als hygienische Tiere mögen sie es einfach nicht, wenn es überall hintropft, sobald sie aus dem Bad kommen. Kekse backen. Das Backen von Keksen wird manchmal auch als Brotbacken bezeichnet. Das bedeutet, dass die Katze ihre Pfoten auf einer, meist weichen Oberfläche auf und ab bewegt, als ob sie etwas kneten würde. Manche Menschen glauben, dass Katzen ihre Hormone über ihre Pfoten ausschütten, sodass das Kneten eine Möglichkeit für sie sein könnte, ihr Revier zu markieren. Der Volksglaube besagt jedoch, dass das Backen von Keksen ein gewohnheitsmäßiger Instinkt ist, den Katzen entwickeln, wenn sie noch Kätzchen sind und ihre Mutter kneten müssen. Dadurch regen sie nämlich die Milchproduktion an. Und aus irgendeinem Grund bleibt dieser Instinkt immer bei ihnen. Plötzlicher Sprint. Kennt ihr den Moment, in dem sich eure Katze friedlich hinsetzt und in der nächsten Sekunde plötzlich einen riesigen Sprint von dem Ort hinlegt, an dem sie gerade eben noch gelegen hat? Diese plötzlichen Sprints mögen komisch und seltsam erscheinen, aber sie treten in der Regel auf, wenn deine Katze eine Menge aufgestauter Energie hat, die sie einfach loswerden muss. Wenn du deine Katze ab und zu beim Sprinten ertappst, solltest du sie jeden Tag zu einer körperlichen Betätigung ausführen, um dir das Schleudertrauma zu ersparen, welches sie von Zeit zu Zeit erleidet. Beißen. Die meisten Menschen halten Katzen nicht für Tiere, die beißen. Aber da liegen sie falsch. Denn wenn du es wagst, dein Kätzchen zu provozieren, wird sie nicht zögern, dir die Hölle heiß zu machen. Katzen beißen in der Regel, wenn sie sich unwohl fühlen oder wenn etwas, was du tust, sie wütend macht, sozusagen als Schutztaktik. Manchmal beißen Katzen auch ihre Besitzer, wenn sie das Gefühl haben, dass ihnen keine Aufmerksamkeit geschenkt wird. Das Logischste, was man tun kann, wenn die Katze einen beißt, ist sofort jeglichen Kontakt zu unterbinden und dann sanft in das Gesicht der Katze zu pusten, um ihr zu zeigen, dass man sie nicht mag. So lernt sie, dass sie nicht so fest zubeißen soll. Auf ihren Füßen landen. Eine wirklich faszinierende Eigenschaft von Katzen ist die Tatsache, dass sie aus jeder Höhe fallen können und trotzdem auf den Füßen landen. Immer. Das sieht zwar aus wie eine geheime Superkraft, die nur Katzen haben, aber in Wirklichkeit ist es nur so, dass Katzen extrem schnelle Reflexe haben. Dieser besondere Reflex wird als Aufrichtungsreflex bezeichnet, der es Katzen ermöglicht, den Winkel ihrer Beine und ihren flexiblen Körper so anzupassen, dass sie ihr Gleichgewicht halten und erfolgreich landen können. Die Tatsache, dass Katzen ziemlich leichte Tiere sind, hilft ihnen auch dabei, sich zu orientieren, dass sie auf ihren Füßen landen.
ohne Schaden an ihrem Körper zu nehmen. Mit einfachen Worten kann man sagen, dass der Körper einer Katze im Grunde dafür ausgelegt ist, alle Arten von Stürzen zu überstehen. Schreibt uns in die Kommentare, was euch bei diesen Verhaltensweisen von Katzen am meisten überrascht hat. Gebt diesem Video unbedingt einen Daumen nach oben und abonniert Inforama für weitere Videos. Wir sehen uns im nächsten Video.